Ein herzliches Willkommen zurück bei Alles Furchtbar kommentiert mit dem Spiel Scabma Snowfall. Und ich bin der Daniel natürlich. Ja, beim letzten Mal, wir haben da das letzte Element gefasst. Diesmal ein Feuerfuchs und damit haben wir jetzt einen Doppelsprung frei bekommen. Und ich denke, da werden wir jetzt wieder zurückkommen. Die Waldbrände sind auch gelöscht. Naja, weitestgehend, sagen wir es mal so. Das war der letzte Tiergeist. Ich dachte, dass jetzt alles wieder wie vorher werden würde, aber es ist wohl doch noch nicht so einfach. Der Einfluss der Geister auf diese Welt wirkt nur vorübergehend. Trotzdem können die Bäume, die von der Geisterflamme entzündet wurden, wohl andere Bäume anzünden und so ein echtes Feuer verursachen. Ich muss daher aufpassen, ich will nicht versehentlich sie dann niederbrennen. Das wäre bitter, tatsächlich. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier... Okay, da kommt der Wolf. Nicht der Wolf, der Fuchs und brennt alles nieder. Okay. Aber er ist jetzt in meinem Dienste, das heißt, wir gehen hoffentlich etwas verantwortungsvoller mit dem Element Feuer um, als der Fuchs das alleine vorhin hinbekommen hat. Ich kann jetzt neue Höhen erreichen. Ja. Okay, aber ich müsste vielleicht auch die richtigen Tasten drücken, um dann diese Höhen auch tatsächlich überspringen zu können. Nämlich 1, 2, 3, so. Genau, und das probieren wir jetzt auch nochmal da hinten. Weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich die falschen Tasten gedrückt. Zack. Kommen wir nämlich auch tatsächlich hier rüber. Vielleicht hört es auf, wenn ich die Wunde schließe, aber wo finde ich die? Hier geht's weiter und da oben ist auch nochmal ein Durchgang. Lass mich raten, ist da oben wieder ein Häschen versteckt? Hier ist gar nichts. Kann es sein, dass ich hier vielleicht sogar schon mal war? Immer so ein bisschen seltsam, wenn man hier durch die Höhlen läuft. Weil die Kamera sich dann so einengt. Das fungiert ja auch so ein bisschen als Ladebildschirm. Hin und wieder sieht man es mal. Wenn er mal da steht, wird geladen. Ich kann jetzt noch Höhen erreichen. Vielleicht finde ich auch so neue Dinge. Denk's doch mal. Ach, Moment mal. Ach, war das nicht die Höhle... Aber das wirkt doch ein bisschen... Oh ne, geht sogar. Ist knapp, aber es geht sogar. Na? Jetzt sag nicht, dass du nach unten bläst. Ich müsste doch durch Wasser, müsste ich doch durchkommen, oder? Ja! Jetzt hat... Wir haben eine neue Kiste gefunden. Nibi. Akkus Messer, ich erinnere mich, wie sie es mir gezeigt hat, wie man das Symbol unserer Familie in das Ohr eines Rentiers schnitzt. Sie sagte, dass ich irgendwann mein eigenes Rentier haben würde und dann das Symbol nutzen könnte. Die Klinge ist so locker, wir machten uns Sorgen, dass Akku sich die Finger aufschneiden würde. Es war aber ihr Lieblingsmesser und sie wollte sich kein neues zulegen. Eines Tages verlor sie es. Sie war unglaublich betrübt, aber jetzt glaube ich, dass Adia versuchte, sie zu schützen. Okay, dann können wir da wieder zurück, oder? War wohl eine Kochstelle.
das sieht da hinten richtig aus jetzt mit dem. Moment mal. Da ist aber auch noch was. Oh. Ha, schau mal an. Wie das einfach greift. Kushwaku wuchs mit 44 Geschwistern auf und wurde als Teil des letzten Wurfs von vielen nach dem Wochentag seiner Geburt benannt. Dadurch fühlte er sich nicht gewollt und entwickelte erhebliche Bindungsstörungen. Er entschied sich früh, keine eigenen Jungen zu haben, ein Vorsatz, der schwer zu halten ist, vor allem wenn man ein Hase ist. Ja. Rammeln wie die Kaninchen. Okay. Dann... Bringen. Aber jetzt bin ich doch... Moment mal. Komme ich jetzt von hier aus weiter? Da rüber vielleicht. Feuerumwandlung. Moment, bevor wir hier weitergehen, ist wieder eine... ein alternativer Weg. Kann ich den abfackeln? Könnte ich, aber das sieht mir ja aus, als wenn das so eine Art Rätsel. Der Bär kann ihn festhalten. Moment mal, wo kommen die jetzt her? So. Drei von denen sind festgenagelt. Wo ist der vierte? Irgendwelche Geräusche, die nicht von der Trommel kommen. Sag nicht, dass es wieder der Kiste. Ne, das ist nicht die Kiste, oder? Diesmal. Da ist was. Diapensia, Diapensia, Laponica. Auf der anderen Seite steht noch mehr geschrieben. Schwarzer Rauch von der Asche unserer Liebe. Unsere Liebe leuchtet heller als alle Kerzen. Sie nahm uns den Verstand, verbrannte unsere Herzen. Sie verschlang unsere Seelen, nahm uns den Sinn, ließ uns ohne Ass im Ärmel oder Gewinn. Verflucht sei der Tag, in dem ich vergessen hatte, meine Karten mitzunehmen. Wie sehr ich das Spielen vermisse. So, dann müssen wir jetzt wohl wieder den Weg zurück. Ich würde ja springen, aber ich weiß gerade nicht, wo ich dann hin müsste jetzt. Wahrscheinlich ist es tatsächlich leichter, wir gehen ganz kurz wieder den Weg so zurück, wie wir ihn gekommen sind. Das müsste doch, ja, selbst das wird jetzt eine kleine Herausforderung. Ja, und das müsste es doch gewesen sein, oder? Direkt unter uns. Ich probiere es mal, ganz mutig. Es ist leicht, sich hier zu fern. Ich muss auf die Zeichen der Natur achten. Oder auf die Spuren auf dem Boden. Ich lauf mal die Spuren in beiden Richtungen ab. Wieso kommen die denn von hier? Die einzige Erklärung, die mir einfällt, weil sie irgendwo beginnen müssen. Aber Sinn macht das nicht. So, Moment, das ist doch der Weg. Das ist eine Station weiter gewesen, einfach nur, glaube ich. Thank you.
Okay. Sind das die Zeichen der Natur? Von weiter oben sollte ich einen besseren Überblick bei haben. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Jetzt bleibt ihr mal da so zurück. Ich kann euch gerade nicht gebrauchen. Da hinten geht's noch weiter. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Okay, schön, dass hier so viele Ranken sind. Kann es sein, dass diese... Was war denn hier noch gerade orange geleuchtet? Da war doch noch was. Da komme ich nicht hin. Das sieht nicht so gut aus. Wo komme ich denn jetzt regulär wieder weiter? Muss ich jetzt hier irgendwo wieder runter? Ah, käme ich wieder runter. Aber jetzt habe ich die Spur natürlich verloren. Ob ich folge der Spur jetzt richtig? Aber... Ja, ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass es stimmt. Moment mal, hier gibt es zwei Wege, oder? Nee, das ist kein Weg. Ist ganz schön weitläufig irgendwie. Wolfsschlucht. Überall kommen diese Steine aus dem Boden. Oh nö. Ist da hinten noch ein Weg? Ne, das ist auch nur so ein... Hier ist die Seuche am... Die Seuche am werkeln. Der Sumpf. Och nö, der Sumpf. Den Sumpf haben wir doch schon eigentlich hinter uns gelassen, dachte ich. Ah, das ist doch der Weg, wo ich... Wie komme ich nochmal durch diesen Sumpf zu den großen Höhlen? Ich dachte... Genau, das müsste der Weg sein, wo ich irgendwann mal davor gestanden war und mir gedacht habe, Mensch, ich habe hier ein Geheimnis entdeckt, aber dem war ja gar nicht so. Großen Höhlen werden wahrscheinlich dann direkt dahinter gewesen sein. Also davor eigentlich ursprünglich mal. Oh, da war ein Feuerchen. Ein Feuerchen übersehen. Ja, komm, geh raus.
Das ist gar keine gute Idee. Das ist gar keine gute Idee. Das ist keine... Ich werde doch rausgeweht. Das ist ja auch eine unfassbar gute Logik. Okay, alles klar. Ich bleibe auf dem Weg. Das ist auch eine unfassbar tolle Logik jetzt gewesen. Da haut's mich aus dem Sumpf raus und sobald ich lande, bin ich genauso tief wieder drin, wie ich eigentlich vorher war. Auch nicht so ganz mitbedacht hier, die Stelle. Vielleicht soll man aber auch so einen Erkundertrang ein bisschen zäumen. Da. Oder das hier? Das könnte die Höhlen sein. Ne? Genau, ja, stimmt. Ich bin ja durch die Fenster hier, glaube ich, rausgekommen. Die Höhlenfenster. Aber hier kam ich doch eigentlich von diesem... Da bin ich jetzt mal gespannt, wo ich rauskomme. Mal eigentlich. Ach nein. Ja, stimmt. Hier geht es natürlich noch weiter. Moment, den hatten wir noch nicht. Oder doch? Ich kann mit ihm auf jeden Fall nicht mehr reden. Entweder ist es für ihn alles zu spät oder... Ach ja, natürlich. Na klar, jetzt weiß ich, klar, da waren wir doch schon mal. Moment mal halt, wir brauchen hier die Landzunge. Jetzt können wir aber da hinten den Baum mal besteigen. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon mal tun. Wenn wir schon mal hier sind, bietet sich das nämlich komplett an. Das müsste nämlich jetzt eigentlich funktionieren mit dem Doppelsprung. Wenn nicht, bleibe ich gleich am Baum kippen. Was ist das? Corvigiella, eine Öse. Ohne sie wäre es schwierig, ein Rentierfangseil zu benutzen. Sie ist sehr sorgfältig gefertigt. Das muss eine von Mikaels früheren Arbeiten sein. Er war schon immer gut im Schnitzen und Verzieren von Knochen. Ich habe ihn nie dabei beobachten können. Laut Aku hat er damit aufgehört, als Nanda geboren wurde. Er war wohl der Meinung, dass er jetzt Wichtigeres zu tun hat, als Löffel und Messergriffe zu verzieren. Ich kann nachvollziehen, wieso Adia es aufgegeben hat. Er war stolz auf die Duochi-Fertigkeiten seines Sohnes. Hier noch was? Oh, war das nicht irgendwie... Hoppla. War hier nicht irgendwie noch sogar ein zweiter Gegenstand irgendwo? Da hinten ist noch was. Okay, kein Gegenstand, sondern ein Feierchen. Können wir es nämlich tatsächlich auch wieder ins Dorf zurück. Habe ich das gemacht, was ich seit Beginn des Spiels machen wollte. Es sieht ja auf jeden Fall aber ziemlich, sag mal, CO2-haltig aus. Wäre hier nicht auch noch ein Übergang oder sowas? Ich dachte aber zu Beginn, dass da hier mal was gewesen wäre.
Ziemlich verraucht hier alles. Ziemlich düster hier alles. Ich sehe selbst kaum noch was. Lebt hier noch jemand? Lebt hier noch irgendwas? Das ist Nana. Oh, und diese Teermonster, oder? Moment mal, sind das die anderen Charaktere? Oder die Geister? Lämmetä mangit. Lämpähtään puohkai. Tarken viison mai kalken. Tohpe maimus vähkä vuenga. Tohte ta hitaima. Mähtä puoretih maite. Ole mahtaa. Ikänä tuo mä ila ollut. Siellä ei vielä jaapman. Kula. Ehkä sihkar chokkaan puo vehke vuonjait. Onhan mun on kulla nähty johke noittis lei. Noitte sarvis. Mutta koostuu sarvis lee. Ah, kuka naamuhis tuora sarva okti. Taitaa min mattui piirra. No mä oon tee ei vaike. Justa oitnen vaarialti hilmas tuore kielki, missä sulastahti sarva. Laht, kalkää läht. Mä kalke tohku. Taalän. Taamaustipan. Manat on outali. Oinalle ne tjohkaalte. Ustipan. Tuo taiko. Mä niinkä tekkohti ihminen ustipan. Enkä osa vahti tuos tjoulua. Die haben sich in Bluder verwandelt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie sind nicht tot, aber es fehlt nicht mehr viel. Der Rentiergeist ist meine letzte Chance, sie zu retten. Irgendwas machen, Nina. So. Das heißt, der Rentiergeist muss ja auch noch irgendwo sein. Welch ein Albtraum. Oh ja. Aber hat das Spiel am Anfang so ein, ja, harmonisches, idyllisches etwas von sich gegeben. Und, ach, wir gehen wieder dahin, wo wir auch zu Beginn schon waren, oder? Da wurde der allererste. Wo wir das... Nee, wir biegen hier, glaube ich. Nee, doch, das ist schon der richtige Weg. So wie in der allerersten, wo wir unser Rentier da... Ach, ja, das wird das Rentier sein, was uns da, ich sage jetzt mal, abhanden gekommen ist. Deswegen sollen wir auch zum Gipfel. Nein, halt. Okay, da hätte ich mich jetzt fast wieder etwas aufhalten können. Ach, ist das das Rentier, was gestürzt ist? Aber was mache ich jetzt damit?
biege mal ganz kurz noch ab, da hinten war nämlich auch noch was. Was ist denn da? Ah, noch ein Häs? Nee, noch eine Seide. Rentiere. Für die Einheimischen ist das Rentier das wichtigste Tier. Nichts von ihm wird verschwendet. Die Haut schützt sie vor schlechtem Wetter. Die Knochen werden zu Pfeilen, Löffeln und Dekorationen geschnitzt und aus den Sehnen werden Fäden gemacht. Das Fleisch ist saftig und nahrhaft. Sie benötigen kein anderes Lebensmittel. Rentierzunge und Knochenmark sind davon am besten. Das Blut und die Milch werden oft getrunken. Den größten Nutzen aus Rentieren ziehen sie jedoch auf Reisen, wenn diese ihr Gepäck tragen. Auf der anderen Seite steht noch mehr geschrieben. Marie, mein Liebling. Noch nie war ich so hungrig. Die Bewohner essen nur zweimal am Tag. Oh, wie ich dein Essen vermisse. Auch wenn genau das uns zum Verhängnis wurde. Ich habe ihn noch nie so zornig gesehen als in diesem Moment, in dem er uns in die Küche vorfand. Er wollte es nicht verstehen und ich erinnere mich, wie peinlich mir meine Gefühle für dich waren. Ich kehrte ihr den Rücken und wandte mich wieder meinem respektablen Leben zu. Und ich verlor so und so verlor ich deinen Respekt. Ich war so ein Feigling. All der Kummer, den ich dir bereitet habe, tut mir aus tiefstem Herzen leid. Für immer dein Sean. Oh. Ja? Ich habe das B nur gedrückt, um rauszukommen. Das ist nicht so ernst. Dein Glück, liebes Spiel, dass das jetzt auf Anhieb funktioniert hat. Die Handhabung ist teilweise... Sagen wir es mal so. Es lässt zu wünschen übrig. Dann muss es doch jetzt hier oben irgendwo sein. Der Aussichtspunkt. Wir sind zurück. Es steigt noch mehr Rauch als zuvor von den Tergruben auf. Die Explosion muss den ganzen Ort zerstört haben. Da ist er schon und wartet auf uns. Und ja, er wird uns sicherlich gleich instruieren, wie es hier weitergeht. Aber das, liebe Leute, machen wir dann in der nächsten Folge. Denn wir machen hier einen kleinen Break. Gibt noch einen kleinen Ausblick hier. Und beim nächsten Mal, ja, werden wir uns dann wahrscheinlich die Tergruben anschauen. Dann wird es da weitergehen und vielleicht finden wir dann auch den Rentiergeist. Also, beim nächsten Mal wieder einschalten, dann geht's weiter mit Skapma Snowfall. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.